Ich durfte schon mal reinschauen ins neue Druckfrische Orange, unsere dritte Ausgabe des Mitgliedermagazins der CDU Rheinland-Pfalz. Und worum geht es in diesem Magazin diesmal? Um Bürgerrechte. Warum unsere Freiheit Sicherheit braucht. Es geht um die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit in einer globalisierten Welt, wo unser demokratisches, freiheitliches System nicht nur auf Freunde trifft. Was verstehen wir unter Sicherheit? Die einen vielleicht die Polizeistärke und die anderen sprechen von Sicherheit an der Ladentheke, wenn es um Lebensmittelsicherheit geht oder wenn Wohnungseinbrüche immer mehr Schlagzeilen machen und man selbst auch betroffen ist. Das sind Fragestellungen in einer Welt, die sich verändert, aber kein Grund zur Panik. Darüber werden wir reden. Wir diskutieren in diesem Heft auch darüber, wie sieht es denn mit dem Thema Vollverschleierung aus? Muss sie verboten werden in einer Demokratie oder muss eine Demokratie sie aushalten, auch wenn gerade die Vollverschleierung nicht für offenes Visier und unsere offene Gesellschaft steht? Dann konnten wir Wolfgang Bosbach gewinnen, ein toller Sympathieträger in einem Interview. Und wir haben auch etwas menscheln lassen. Wir haben mal geschaut, wie sieht es denn so die nächste Generation aus, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben ihre Fotoalben geöffnet und da können Sie in einem Rätsel rausfinden, wer gehört da zu wem, welcher Nachwuchs. Wir haben Gastkommentatoren aus der Süddeutschen Zeitung, der Heribert Prantl, und wir haben natürlich 9 Nachrichten, 7 Aktionen, 5 Köpfe, die wir Ihnen vorstellen, die 3 Bezirke und vieles, vieles andere auch in der neuen Orange. Es lohnt sich. Und sagen Sie uns, was Sie davon halten. Diskutieren Sie mit uns. Und vor allen Dingen geht es darum, 13. März 2016 steht die Landtagswahl an. Und wir sagen Ihnen, warum Rot-Grün es nicht kann und warum es Zeit für einen Wechsel ist. Warum Rheinland-Pfalz eine bessere Regierung verdient hat. Und wir machen Ihnen Vorschläge, was wir anders machen wollen. Also viel Spaß beim Schmökern, beim Lesen und vielleicht auch beim E-Mail-Schreiben an uns. Auf bald.